No i jesteśmy. Jesteśmy na bardzo fajnym wydarzeniu. Und jetzt sind wir hier auf dem Platz. Und das ist ein super Geschichte, wirklich. Ich werde jetzt so halb polnisch, halb deutsch kommentieren. Będę tak troszeczkę po niemiecku i po polsku. Piękny widok. Tam jest przeciwnik Andrzeja. Tam. Po prostu wspaniała historia. No nie wiem, od czego nawet zacząć. Okej. Okay. Gramy w 119. Rosenhof Darek Cup. Jest to faza eliminacji grupowych. Wir spielen jetzt in den 119. Rosenhof Darek Cup. Das ist ein Quali-Spiel in Gruppen. Na pierwszym planie. Hier vorne. Andrzej Fiałkowski, Konty Wrocławskie. Und da hinten, z tyłu, gra 8-letni Jorge Tomas Herrera Gomez. To ta krew jest argentyńsko-chilijska. No i oczywiście mówiąc, że to będzie ciekawy mecz, miałem na myśli właśnie, że takie pokoleniowe zderzenie jest. Bo ich gesagt habe, dass das ein interessantes Match wird, dann könnt ihr jetzt erkennen und wisst ihr warum. Also Generationsmatch, das ist 8-Jährige gegen der, ich glaube, 35-Jährige oder so. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Bitte? Mogę dwa słowa? Ja? Ale tylko dwa będą. Tak. Coś niesamowitego. Okej. Okay. Ja, und mal gucken, wie sich der Jorge Herrera schlägt jetzt. Jetzt gerade hat Michał Sali gesagt, das ist was Unfassbares. Er hat gemeint natürlich den Jorge, diesen Match und mal gucken. Da steht der Vater. Ja, warte mal, der Jorge ist hier. Warte mal, okay, wir bleiben noch. Zostaniemy jeszcze przy Jorge. I zaraz pokażę tatusia. Leworęczny. No ale tutaj będę musiał coś powiedzieć, bo gra. Okay, tu mamy tatę, tu jest Jorge, tata. Ich frag den Vater vielleicht, ganz kurz. Na, bist du stolz auf deinen Sohn, oder? Ja, stell dich bitte hier, dass wir alles haben. Ja, genau. Ja, super. Was denkst du? Ist er nervös? War er nervös vor dem Spiel? Był nerwowy przed meczem? Ich glaube. Rozmawiam z tatem teraz. Ich hab nur gesagt, bitte Spaß machen, mach nichts. Powiedział synowi, że nie myśl o błędach, tylko żebyś miał frajdę z gry. No ja, na kuchni. Jorge, the ball, on the left. No mal gucken, wie das geht. Okay, dann kannst du zu mir ganz kurz kommen, wenn du willst. Dann. Okay, wracamy jetzt. Wir kehren zurück zum Thomas. Also, wie ich gesagt habe, er ist Linkshänder, aber hier eine sensationelle Nachricht. Er spielt nur mit zwei Vorhands. Das heißt, mit linker Hand Vorhand und dann wechselt er den Schläger und spielt mit rechts Vorhand. Das haben wir lange nicht gesehen. Tutaj mamy taką małą sensację. Jorge ist leworęczny, to widzieliśmy przy serwisie. Ale to, co jest sensacyjne, to jest to, że gra dwoma forehandami. Czyli lewą ręką gra forehand i prawą ręką gra forehand. No, widzimy teraz, zasobowo lewą, gra forehand lewą ręką. Wow, das war genial. Las, Jorge. To miało być cicho tam. Przygotowanie, świetne. Vorbereitung, zum Ausschlag. Okej, okay, kein Doppelfehler, super. Oczywiście, also natürlich der Andrzej, also wow, super. Natürlich für Andrzej, für den Gegner von Thomas, es ist nicht einfach, weil er darf eigentlich jetzt nicht schnell spielen. Er soll eigentlich mitspielen und das ist ja natürlich nicht einfach
film. Oczywiście nie jest łatwa rola teraz Andrzeja Fiałkowskiego z Kątów Wrocławskich. On oczywiście nie może, bądź nie powinien grać mocno z Jorge Tomasem, tylko musi grać z nim, jak to się mówi, prawda? No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, pierwszy raz podwójny dag, jak kiwną głową. Ale jest Doppelfeld und Jorge Tomas hat mit seinem Kopf geschüttelt. Es ist nicht zufrieden. Also man erkennt sofort, dass ein Perfektionist ist. Kiwną głową po podwójnym błędzie i to można było zobaczyć, że jest taki perfekcjonista. Tato przeżywa. Tato beobachtet den Match ganze Zeit jetzt. Oh, Aufschlag und ans Netz. Wow! Ei! Hat nicht viel gefällt. Also eigentlich, Andrzej hat mitgespielt, aber das war super. Ist so schnell geflitzt ans Netz. To było fajne. Tak szybko sprintował do sieci. A, szale. Szkoda. Jorge? Lass ihn und kommentier mit mir. Nein. Kommentier mit mir. Was wolltest du? Es ist bei mir, der Jorge steht. Der Vater ist bei mir. Tato ist Sendung. Ja, macht er Vorhand Angriffsfall und dann Punkt. Ja, super. Mir hat gefallen, nachdem er Doppelfeller gemacht hat, hat er mit Kopf geschüttelt. So. Ja, das er war unzufrieden, ja, total unzufrieden. Das muss ein bisschen. Aber jetzt super Match. Ja, Spaniao jetzt. Wspaniała akcja przy środce. Ja, bitte, mach. Gut, ja. Hat vorgestern viel trainiert mit der Aufschlag. Okay. Das ist gut. Przedwczoraj dużo trenował. Oh, schade. Tato właśnie powiedział. Du bist auf Deutsch, ich auf Polnisch. Ty po niemiecku, ja trochę po polsku. Zobaczmy trochę reakcja taty. Przeżywa. I koniec. Die Reaktion auf Vater. Ja, aplaudiert. Super. A, coś widocznie była dobra akcja, nie widziałem. Jorge się śmieje.